Hallo zusammen, schönen Gruß aus Donegal in Irland. Ich stehe hier zu sehen an einer Burg, an einem See. Das plätschert jetzt ein bisschen im Hintergrund, das Wasser. Ich hoffe, das ist ein bisschen beruhigend, weil das Video wird ein wenig länger. Thema ist Panasonic G9 Testbericht. Der Disclaimer, die Panasonic hat mir Panasonic Deutschland zur Verfügung gestellt und ich bin hier unterwegs auf Einladung von Panasonic Deutschland und Irland Tourismus. Und bevor ich mit dem Film anfange, kurzer Trailer, Rundreise durch Irland quasi. Der Buddy. Jetzt ist es so, Micro Four Thirds Kamera, kleiner Sensor, das heißt, man kann den Buddy klein machen und kann die Objektive klein machen. Das muss man aber nicht. Das ist im Micro Four Thirds System meiner Meinung nach sehr schön gelöst. Du hast die freie Wahl. Du kannst eine ganz kleine Kamera kaufen, die in die Jackentasche oder sogar Hosentasche passt, je nach Objektiv. Oder du kannst eine große nehmen oder wenn du zwei Kameras hast, das haben ja manche Fotografen, dann kannst du dieselben Objektive hin und her schalten. Ich persönlich habe ja meine dicken Wurstfinger und ich bin mit dem Buddy sehr zufrieden. Ich hatte die G70 lange, dann die GH5 habe ich seit anderthalb Jahren und die G9 und die GH5 sind praktisch identisch von der Bedienung her. Sie haben ein paar Buttons ganz leicht verschoben, aber nicht so, dass ich sie nicht trotzdem automatisch wiederfinde. Also ich kann die Kamera blind bedienen und konnte sie vom ersten Tag an blind bedienen. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Kleines Detail ist verbessert worden, mehrere Details. Eins ist zum Beispiel der Display-Button. An der GH5 ist der so, dass man den mit dem Handrücken immer wieder auslöst aus Versehen, während der hier verschoben ist, sodass ich ihn nicht mehr aus Versehen auslöse. Und ich schaue jetzt auf die G9 und ich sehe auf der Vorderseite einen Drehknopf, der ist standardmäßig so eingestellt, dass du in den Silent-Modus gehst, aber natürlich kannst du da auch etwas anderes drauf programmieren. Aber eine sehr nette zusätzliche Option. Und vieles an dieser Kamera ist so, dass ich auf den ersten Blick sehe, was eingestellt ist. Zum Beispiel wechsle ich sehr häufig zwischen Autofokus und manuellem Fokus. Und das heißt, dass ich, dafür habe ich einen Drehschalter und den spüre ich. Das heißt, wenn ich durch den Sucher gucke, spüre ich, ob ich manuell im Fokus bin oder nicht. Und wenn die Kamera aus ist, sehe ich mit einem Blick, wo ich bin. Also das hilft mir unheimlich. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Bei keiner Kamera kann ich das so gut gelöst, weil das etwas ist, das ich sehr, sehr viel benutze. Vielleicht benutzt du das gar nicht. Aber für mich ist das sehr, sehr nützlich. Dann, der Körper ist wetterfest, das haben wir hier in Irland gebraucht, das eben gerade hat strömend gegossen, jetzt kommt die Sonne langsam durch, also wechselhaftes Wetter ist hier wirklich ein Thema. Und die Kamera, mit der waren wir mehrfach bei Nieselregen unterwegs, wir haben sie nicht ins Wasser geworfen und nicht längere Zeit im strömenden Regen stehen gelassen, aber meine GH5 war oft im Schnee, war oft im Regen, war ich damit unterwegs und hatte nie Probleme mit Feuchtigkeit. Darauf achten, dass das Objektiv auch wetterfest ist. Negative Punkte am Buddy, der Auslöser ist unglaublich leichtgängig. Ich kenne keine Kamera, wo der so leichtgängig ist. Auch nach einer Woche, wo ich jeden Tag damit arbeite, sehr, sehr viel damit arbeite, habe ich immer noch Schwierigkeiten mit diesem leichtgängigen Sucher, dass ich den aus Versehen auslöse, aus Versehen Fotos mache oder gerade auch bei Video. Ich mache das so, dass ich fokussiere und dann wechsle ich auf manuellen Fokus. Und häufig beim Vorfokussieren löse ich schon aus. Ist für mich wirklich zu leichtgängig. Und dann der Sucher, der ist sehr gut. Ich habe vorhin noch mal Reviews angeschaut. Die Kamera ist ja nicht ganz neu. Also mehrere Reviews angeschaut. Und da habe ich mehrfach gehört, dass jemand sagt, dass es der beste Sucher ist, den er kennt. Jetzt gibt es inzwischen neuere Kameras. Aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, der Sucher. Das Display hingegen nicht so. Da bin ich ziemlich enttäuscht von, ganz ehrlich. Die Touch-Funktionalität ist sehr gut gelöst. Kenne ich bei keiner Kamera so gut wie bei Panasonic. Schon bei der G70, glaube ich, oder? Auf jeden Fall bei der GH5.
sodass man zum Beispiel die Fokuspunkte, kann ich mit den Fingern swipen, quasi wie am iPhone, groß und klein machen und so. Also es ist super praktisch. In der täglichen Arbeit macht einem das Leben sehr, sehr viel einfacher. Aber er hat ziemlich wenig Punkte, er hat nur 1000 Punkte, glaube ich, Auflösung. Zum Vergleich, die GH5 hat 1600, das ist schon mal sehr viel besser. Die Nikon Z7 hat nach meinem Wissen, ich glaube, 3000, das Dreifache. Und das sieht man. Die 1000 sind für mich zu wenig. Ich habe Schwierigkeiten, mir ein Bild anzuschauen und zu beurteilen, ob das richtig fokussiert ist. Und ob das vernünftig scharf ist. Oder verwackelt ist zum Beispiel. Dann zusätzlich spiegelt da, spiegeln ist das falsche Wort, aber es fehlt irgendwie ein bisschen Kontrast. Ich habe +3 Helligkeit eingestellt, aber ich habe bei Tageslicht wirklich Schwierigkeiten, das Display abzulesen. Große Schwierigkeiten. Und die anderen auch. Ich beobachte die anderen. Ich frage sie dann auch nicht, hast du Probleme? Sondern ich beobachte sie und ich sehe zum Beispiel den Markus ständig, dass er oben durch den Sucher guckt. Er hat das Display ausgeklappt, das ist daneben, aber er guckt durch den Sucher, weil man das Display bei Tageslicht wirklich nicht gut anschauen kann. Im Drinnen ist das kein Problem, aber draußen ist es ein Problem. Dann noch ein Nachteil, kenne ich auch seit Jahren nicht mehr. Schreiben auf die Karte, schreiben und lesen ist unglaublich langsam. Ich mache ein Foto, ich will mir das Foto angucken, es dauert drei Sekunden, bis ich mir das Foto anschauen kann. Ich habe schnelle Speicherkarten, ich verlinke auf die, die ich in allen meinen Kameras benutze und ich sehe nicht, warum das lange dauert. Ist beim Foto so, ist beim Video so und ist teilweise sogar so, man macht, sieht was, macht spontan ein Foto, ne, Kamera an, Foto machen, Kamera ausmachen und ich sehe tatsächlich die Sanduhr, dass er noch am Schreiben ist. Da habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Es ist in beiden, ich habe 2 Kartenslots, es ist in beiden so sehr, sehr langsam. Und zwar so langsam, dass ich teilweise Bilder nicht mehr kontrolliere, sondern ich mache einen Schnappschuss und wenn es nicht ein wichtiges Foto ist, dann kontrolliere ich es nicht mehr, weil ich nicht die 3 Sekunden warten möchte. Ich bin ein Hektiker. Das vielleicht unbedingt mal ausprobieren, vielleicht ist es auch eine Firmware-Sache, aber wie gesagt, das ist nicht nur bei meiner so, das ist bei den anderen auch so. Dann zum Filmen ganz kurz. Ich habe Kopfhörer, Ausgang und Mikrofoneingang. Ich filme jetzt im Standardprofil mit Weißabgleich Cloudy Wolken, weil es ist wolkig. Und ich benutze die Rode Funkstrecke. Das heißt, ich habe den Mikrofoneingang und da drauf ist eben das Rode Modul. Das ist sehr, sehr gut für mich als Filmer natürlich wichtig. Ich kann sehr einfach zwischen Film und Foto wechseln, weil die ganze Bedienung, ich habe 2 Drehräder. Und das ist sehr, sehr häufig so hier. Ich bin ja hier unterwegs mit einer Gruppe von Fotografen. Ich mache so ein bisschen auch Reisedokumentation im Grunde und mache mal ein Foto, dann filme ich wieder, dann mache ich wieder ein Foto. Also hin und her schalten. Das kann ich nicht nur mit dem Drehrad im Sinne von, ich wechsle den Modus von zum Beispiel A-Modus auf Film, sondern ich stelle dann auch die Einstellung um. Je nach Situation passe ich das halt an, wegen Helligkeit etc. Und das geht unheimlich gut. Ganz kurz Vergleich Film zur GH5. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die ganzen Videoaufnahmen nur auf meinem 12er MacBook gesehen, also 12 Zoll Display, nicht in riesig groß. Es sieht für mich aber sehr gut aus, es sieht vergleichbar aus, es ist nach meinem Wissen derselbe Sensor drin. Es sollten eigentlich auch die gleichen Fotos wie auch die gleichen Videos rauskommen. Zum Beispiel haben wir den Eike dabei. Der ist professioneller Filmer und der hat die GH5 dabei. Ich bin Eike Köhler, Outdoor-Filmemacher aus Kiel und eigentlich in der ganzen Welt unterwegs zum Filmemachen. Und am liebsten natürlich in Irland. Der Eike filmt natürlich mit Lock-Modul, das mache ich so nicht. Aber das kann die Kamera auch nicht, das ist so eine wesentliche Einschränkung. Ich filme normalerweise mit CineD, das kann sie, das ist gut. Ich kann auch 4K Slow Motion, das ist auch gut. Ich kann nur maximal mit, ich glaube, 100 Megabits und die GH5 kann mit 400, glaube ich sogar, oder so. Also ich kann höhere Videoraten, das nutze ich aber in der Regel nicht, weil die Dateien so riesig werden, dass ich hier mit meinem 12er MacBook, komme ich damit nicht mehr klar. Möchte ich nicht bearbeiten. Ich möchte hier auch nicht Log bearbeiten mit dem kleinen Laptop. Zu Hause am großen iMac ist das natürlich was anderes. Also für Profifilme hat die GH5 ein paar Zusatzfunktionen, aber ich benutze die GH5 deswegen sehr wenig für diese Sachen, weil die Gesichtserkennung nicht vernünftig funktioniert. Das liegt daran, dass sie eben nur kontrastbasierten Autofokus hat, nicht Phasen. Und das heißt, dass zum Beispiel die Gesichtserkennung zwar funktioniert, das Gesicht erkennt, aber der pumpt. Und das ist, so wie ich das sehe, ist es hier nicht mehr so. Und für die GH5 ist aber ein Firmware-Update angekündigt, dass sie die nächsten Wochen rauskommen soll und das eben behebt. Fotografieren mit der Panasonic G9. Jetzt ist es so, es ist ein Micro Four Third Sensor. Das hat den Vorteil, ich kann kleine Objektive bauen, sodass man das Gesamtsystem relativ klein hat. Die Kamera selbst ist so groß, dass sie sehr, sehr gut in der Hand liegt. Aber die Objektive sind klein und damit passt das Gesamtsystem gut in kleine Rucksäcke, sogar in Hüfttaschen und so weiter. Der Nachteil an einem kleinen Sensor ist halt, es ist ein kleiner Sensor.
Es ist ja nur bedingt eine Lösung zu sagen, ich packe unheimlich viel Pixel auf einen kleinen Sensor, weil jeder einzelne Pixel ist dann sehr klein und kann wenig Licht einsammeln. Dazu kommt, Micro Four Third heißt 4x3 Format und nicht 2x3. Ich fotografiere aber 2x3 oder sogar 16:9 für YouTube. Das heißt, ich muss die Bilder noch deutlich beschneiden. Ich verliere von dem kleinen Sensor, verliere ich also nochmal eine ganze Ecke. Das ist was, was du dir wirklich überlegen musst, wie dir das 4x3 Format gefällt. Mittelformat ist 4x3 zum Beispiel oder zumindest teilweise 4x3. Also ist es nicht so, dass es ein billiges oder schlechtes Format wäre oder sowas. Mir gefällt es halt persönlich nicht. Ich gucke breit. Mein Gesicht ist breiter, also mein Blickfeld ist breiter als irgendwie, ist nicht 4x3. Ich habe auch kein 4x3 Ausgabegerät. Mein iPhone ist nicht 4x3, mein MacBook ist nicht 4x3, mein iMac ist nicht 4x3, mein Notizbuch ist nicht 4x3. Aber da kann man über persönlichen Geschmack reden oder man kann in der Kamera von vornherein nur 2x3 aufnehmen, verlierst dann halt einfach Pixel. Jetzt ist die Frage, ob die Bildqualität gut genug ist, weil es ist ja immer ein Kompromiss, sonst hätten wir alle eine Pentax-Mittelformat oder Fuji-Mittelformat. Die sind halt nicht nur zu teuer, sind auch zu groß. Was du kriegst mit der Panasonic ist eine kleine Kamera mit sehr guten Objektiven, die dann als Paket auch wieder teuer sind, aber klein. Die nimmst du halt mit und machst vielleicht mehr damit oder gehst öfter fotografieren, weil die Bedienung, die Arbeit mit der Panasonic macht wirklich Spaß, weil der Body so durchdacht ist. Mein Favorit von den Kameras, die ich habe, ist die GH5, was so die Bedienung angeht. Und dann ist auch die Frage, ist das gut genug, was da rauskommt? Meine persönliche Meinung ist, ich habe die GH5 seit 1,5 Jahren und ich fotografiere nicht damit. Aber ich habe auch immer eine Vollformatkamera dabei. Und dann ist so die Frage, ich habe die Canon, Nikon, Sony und ich habe die GH5. Mit welcher filme ich jetzt und welcher fotografiere ich jetzt? Und ist klar, ich filme lieber mit der GH5, aber ich fotografiere lieber mit Sony und so weiter. Weil ich halt da Vollformat oder APS-C habe. Und der größere Sensor, gleiche Anzahl Pixel, größerer Sensor, ist bei gleicher Technologie natürlich besser. Jetzt kommt noch dazu, die Objektive sind nie genauso gut und so weiter. Es wird sofort furchtbar komplex. So, zur Erinnerung. Cover, National Geographic, ne, 8 Megapixel. 8, nicht 20 oder sowas. Doppelseite, 16 Megapixel. Das heißt, wenn du 20 Megapixel hast, dann kannst du noch ein bisschen was wegschneiden und hast immer noch eine Doppelseite in der National Geographic. Die Schwierigkeit ist, ein gutes Foto zu machen. Also die Pixel sind da nicht so entscheidend. Aber Doppelseite, Magazin ist nicht riesig groß. Wenn du also was sehr groß ausdrucken willst, dann sieht man irgendwann die Pixel natürlich. Das wirst du kennen von deinem Handy, das hat viele Pixel, aber die sind super klein und man kann das nur so weit pushen. Das musst du wirklich für dich selbst entscheiden. Ich würde mir an deiner Stelle einfach mal ein paar RAW-Dateien runterladen irgendwo, wenn du entscheiden möchtest. Und dann schaust du die halt an und guckst, was du damit machen kannst. Es sind da noch ein paar mehr Sachen. ISO zum Beispiel. Micro Four Thirds hat einen kleinen Sensor, das heißt, du bist sehr schnell bei ISO-Rauschproblemen. Aber du hast häufig gar nicht so hohe ISO-Werte, weil die Objektive sind häufig lichtstärker als andere Objektive. Und du hast einen sehr, sehr guten Bildstabilisator. Das heißt, wenn ich hier jetzt Landschaft frei Hand machen möchte, dann kann ich die Kamera sehr ruhig halten wegen dem guten Bildstabilisator. Und dann brauche ich vielleicht gar kein Stativ oder brauche ich vielleicht gar nicht ISO so hoch zu drehen. Wenn du aber vor allem Nachtfotografie machen möchtest, Milchstraße und so weiter, dann ist das nicht das richtige System. Das ist natürlich so, dass da Vollformat, eine A7S, natürlich hat die weniger Rauschen. Die ist ja dafür gebaut. Auch da musst du ein bisschen selbst deine Schmerzgrenze finden. Und vor allem ein bisschen versuchen, ein Gefühl zu entwickeln, willst du mit der Kamera niedrigere ISO-Werte benutzen als bislang, sodass es ISO gar kein Problem ist. Gleich ein bisschen mit Dynamikumfang. JPEG hat 8-Bit Dynamikumfang, also zwischen hellsten und dunkelsten Wert. Das ist typische Situation, so zum Beispiel dieser Turm, das ist ein alter Turm am Meer hier in Irland. Und der Himmel dahinter, der wird von der Sonne angestrahlt, die Sonne ist rechts von mir, also die Sonne ist nicht im Bild. Aber der Himmel ist sehr viel heller als die Felsen vor mir. Das heißt, ich habe einen hohen Dynamikumfang. Und die Frage ist ja, diesen Dynamikumfang, wie kriege ich den auf den Chip gebannt? Und wenn du ein JPEG hast, dann hast du nur 8-Bit. Das ist viel zu wenig. Du kannst zum Beispiel ein HDR machen und dann diesen hohen Dynamikumfang auf 8-Bit komprimieren. Oder du kannst RAW schießen, dann hast du auch je nach Kamera mehr als 8-Bit. So. Und jetzt ist die Frage, wie viel braucht man? Mehr ist besser im Sinne von, du hast mehr Reserve. Aber immer dran denken, das fertige JPEG, das du irgendwie weiterschickst, weiterverarbeitest, hat immer nur 8-Bit, egal wie viel deine RAW-Datei hat. Also ist ein bisschen klar, wenn ich 14 habe und bringe die auf 8 runter, habe ich mehr Möglichkeiten. Ich kann im Lightroom nachher mehr mit den Reglern ziehen, um das zu erreichen, was ich haben möchte. Man kann damit relativ viel machen, man hat aber auch relativ schnell Rauschen drin. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Und wieder, wenn ich dann nur für Social Media Posts auf Instagram, Facebook, dann sieht das Rauschen keiner, will ich sehr groß ausdrucken, dann sieht man das Rauschen, dann brauche ich wieder irgendwie, ja.
Fotografieren in der Praxis. Ich habe schon angedeutet, die Arbeit mit der Panasonic macht wirklich viel Spaß. Und wir sind jetzt eine bunte Truppe hier. Wir haben zum Beispiel den Markus dabei. Ich bin Markus Kirchgessner. Ich bin Reportage- und Porträtfotograf. Bin überall unterwegs, am liebsten in Japan, arabische Welt und Italien. Überall, wo ich Neues kennenlernen kann, neue Menschen treffen kann, wo ich Spannendes erfahre. Markus ist Berufsfotograf und schon seit Jahrzehnten, viel länger als ich. Und es ist wirklich spannend, ihm zuzuschauen, weil er ganz, ganz anders arbeitet. Er fotografiert hier zum Beispiel Sachen für Reiseführer. Also einige der Bilder, die er hier schießt, die werden in ein paar Jahren dann halt in Reiseführern von Irland zu finden sein. Und er hat ein gewisses Schema, das er durchgeht. Zum Beispiel, wir gehen essen irgendwo ins Restaurant am Mittag. Dann fotografiert er das ganze Restaurant, dann fotografiert er mehrfach das Essen, je nachdem, was wir da essen. Und er fotografiert auch den Besitzer oder die Besitzerin. Er macht ein Porträt. Er spricht mit den Leuten, überredet sie, dass er ein Porträt machen kann und hat dann einen Model-Release dabei, ganz wichtig. Das heißt, wenn du das schon mal probiert hast, das ist super schwierig zu sagen, du gehst auf jemand Fremdes zu, auch noch einen Ausländer, und sagst, du kann ich ein Porträt von dir machen, bla bla bla, man redet ein bisschen, man macht die Porträts und am Ende sagst du so, und bitte unterschreib, dass ich die Bilder kommerziell verwenden darf und übrigens bezahle ich dich nicht. Restaurantbesitzer hat da natürlich Interesse dran, der möchte ja, dass sein Restaurant in den Reiseführer kommt, das macht es einfacher. Aber Leute auf der Straße, schwierig, ganz schwierig. Also ich bewundere ihn wirklich, wie er das macht. Er ist ein ganz netter, kommunikativer Typ und er ist halt der Typ dafür. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich würde mich auch nicht trauen. Aber sehr spannend, ihm zuzuschauen. Und ich sage das deswegen, weil die Bilder, die er mit der G9 macht, die sind professionell genug, damit die nachher im Reiseführer landen. Da sind sie natürlich nicht riesig groß. Er macht ja kein Bildband, sondern Reiseführer. Aber dass ich das deutlich gesagt habe. Dann haben wir dabei die Cindy. Hallo, ich bin Cindy, ich bin freie Reisejournalistin, wohne in Berlin, bin gern unterwegs und bin jetzt gerade hier in Irland fürs Globetrotter-Magazin. Cindy ist freie Journalistin und sie schreibt Reiseberichte, das heißt, sie schreibt und macht ein paar Bilder. Und sie ist dann interessiert, uns zu fotografieren zum Beispiel. Sie schreibt zum Beispiel, in Irland kann man gut Fahrrad fahren und dann zeigt sie halt ein Foto, wie wir auf dem Fahrrad sitzen oder irgendwie sowas. Das heißt, sie fotografiert ganz andere Sachen. Und auch da... Sie fotografiert so professionell, dass es reicht, um das nachher im Magazin drucken zu lassen. Ich hingegen bin sehr viel am Film und ich fotografiere normalerweise anders als das hier. So eine Rundreise mache ich normalerweise nicht, weil ich da meine Zielfotos nicht machen kann. Ich würde hierher kommen, mir 3-4 Zielfotos raussuchen und versuchen, die zu machen. Und dann buche ich das Hotel neben meinem Ort, wo ich hin möchte. Und dann bleibe ich da, bis das Wetter so ist, wie ich das haben möchte. Wir waren zum Beispiel an verschiedenen Orten und hatten einfach mieses Wetter und es war einfach nichts rauszuholen. Dann fahren wir weiter und eine halbe Stunde später kommt die Sonne so ein bisschen durch die Wolken durch und genau da, wo wir es hinhaben wollen, tollstes Licht und Schatten und alles super. Und wir sitzen im Auto oder wir sitzen gerade beim Essen. Das würde ich so nicht machen. Ich würde also ganz, ganz anders arbeiten. Das Schöne an der Lumix ist, sie ist halt super vielseitig. Ich kann damit Foto, Film und so weiter, wir können das alles damit machen. Und was die Kamera nicht kann, ist das Wetter beeinflussen. Das ist natürlich so. So, Funktionalität. Die Kamera hat super viele Funktionen. Ob man 6K-Foto jetzt braucht oder nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ich benutze es nicht, ich brauche es nicht. Ich habe super viele, was habe ich da irgendwie, ich glaube 20 Frames pro Sekunde mit Autofokus und noch mehr ohne und so weiter, brauche ich alles nicht. 10 Bilder pro Sekunde ist das Maximum, was ich jemals brauche und das auch nur 3-mal im Jahr oder so. Aber das kann man natürlich anders sehen. Wenn du Greifvögel im Sturz fotografieren möchtest, Eisvogel oder wie auch immer, dann hast du natürlich andere Anforderungen. Jetzt ist es schwierig, so viel Funktionalität ins Menü zu kriegen, dass man sie auch noch gut bedienen kann. Das hat Panasonic gut gelöst, im Sinne von, ich fühle mich sofort zu Hause, weil ich es von der GH5 kenne. Und es ist alles irgendwie logisch gruppiert. Also ich habe das Gefühl, das haben sie, ich wüsste nicht, wie man das anders machen sollte, außer zu sagen, es braucht nicht so viel Funktionalität. Weil ich fotografiere entweder im M-Modus oder im A-Modus. Was anderes mache ich eigentlich nie. Aber das kann man natürlich anders sehen und es ist immer schwierig zu sagen, wir nehmen Features aus einer Kamera raus, machen neue Kamera, weniger Features. Das gibt immer Kritik, selbst wenn die Features nachher gar keiner nutzt. Ein gutes Feature ist zum Beispiel die Timelapse-Funktionalität. Das habe ich den Eike mehrfach gesehen, dass der Timelapses macht und ich selbst habe halt auch Timelapses gemacht. Auch mit der GH5 mache ich sehr gerne Timelapses oder vor die LX100, die hatte ich mir vor allem gekauft zum Timelapses machen, weil die in der Kamera 4K-Videos generieren kann und die nehme ich aus der Kamera. Da mache ich keine Nachbearbeitung, gar nichts. So am Tag so einfach mal die Wolken hier rüberziehen lassen oder sowas, das geht wunderbar damit. Außerdem gibt es einen 80-Megapixel-Modus. Was da passiert ist, die Kamera muss auf dem Stativ stehen und da wird der Bildstabilisator verwendet, um quasi Pixel hin und her zu schieben. Voraussetzung ist ein sehr gutes Objektiv. Und dann kann man tatsächlich mehr Pixel haben
Und man sieht das tatsächlich, wenn ich reinzoome, ich habe mehr Pixel, ich habe mehr Auflösung. Ich kann weiter reinzoomen, beziehungsweise wenn ich voll reinzoome, sehe ich mehr Details. Ob man das braucht, sei mal ein bisschen dahingestellt. Der Dynamikumfang ändert sich meines Wissens nicht. Ich habe gelesen, Rauschen soll weniger werden, ist mir aber nicht aufgefallen, also nicht so, dass ich sehe. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ich benutze es aber nicht, weil es für mich nicht relevant ist. Weil zum Beispiel hier habe ich fließendes Wasser drin, also der gut, fließt nicht, aber Wasser drin. Was passiert mit dem Wasser, wenn ich 8 Pixel mache? Ist nicht so ganz klar. Wenn Laub im Hintergrund ist, das sich bewegt, ist nicht so ganz klar. Für Architektur ist das gut, für Produktfotografie ist das gut, für Menschen geht das gar nicht. Und für alles, was sich bewegt, geht das halt eben auch nicht. Das ist ein bisschen die Einschränkung dabei. Aber ja, man hat es. Warum nicht, wenn du mal so einen Killer-Shot hast und das Gefühl hast, das willst du ganz groß ausdrucken, dann kannst du noch so ein 18-Megapixel-Bild dazu machen und hast halt einfach mehr Möglichkeiten, nachher auch in der Nachbearbeitung da was rauszuholen. So, Fazit, Zusammenfassung. Ich bin so ein bisschen zwiespältig. Ich habe wirklich Spaß gehabt mit der Kamera, nachdem ich auf 2.3 umgeschaltet habe. Ich habe mich schwer getan. Ich habe am Anfang 4.3 drin gelassen, Abmessungen, und JPEG und RAW geschossen. Die JPEGs sind für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen flau, aber sie sind korrekt. Ich habe das Gefühl, Haut kommt gut, hat einen richtigen Hautton. Und Belichtung ist in der Regel auch eigentlich immer korrekt. Und ich habe die Belichtungskorrektur super schnell griffbereit, wenn ich dann doch mal eingreifen muss, weil zu viel Himmel ist oder sowas. Die JPEGs kann man in der Kamera konfigurieren. Man kann sagen, mach JPEG Standard plus 3 Kontrast oder sowas. Das könnte man machen. Ich arbeite halt mit RAW und setze dann halt ein Preset von mir drauf. Und ob das jetzt wirklich besser ist, sei dahingestellt. Vielleicht sieht es auch einfach mehr so aus, wie das, was ich halt immer mache und es mehr vertraut. Also wenn du JPEG fotografierst, würde ich mir die Mühe machen, mal zu überlegen, ob du nicht ein bisschen mehr Kontrast reinmachst. Probierst du zumindest mal aus. Die RAW-Dateien geben mir, die kann ich in Lightroom verarbeiten, sie geben mir auch genug Reserve, um damit zu arbeiten, aber es fehlt so ein bisschen Charakter. So eine Fuji-Kamera, da sieht man, dass es eine Fuji war. Und eine Canon sieht man auch, dass es eine Canon war in den meisten Situationen. Das sieht man bei der und bei der Sony auch zum Beispiel, sieht man das eigentlich nicht so. Sony und Panasonic sind so ein bisschen neutral. Was korrekt, ich glaube korrekt, ich glaube die Farben, die Mütze ist jetzt blau, die Jacke ist gelb, aber halt keine Charakteristik dabei. Kann gut oder schlecht sein. Und natürlich kannst du dir ein Lightroom-Preset machen, das halt immer deinen Look aufbaut. So, jetzt habe ich umgestellt. Jetzt habe ich Weißabgleich auf Automatik gestellt, statt Cloudy, weil es immer weniger Cloudy ist. Und damit du das nochmal siehst. Also die Jacke, die Mütze ist wirklich blau und das Ding ist tatsächlich senffarben, würde ich sagen. Und das ist tatsächlich orange. Also du kannst ja mal schauen, wie die Farben so rüberkommen. Das ist das, was du in Fotos auch kriegst. Automatischer Weißabgleich, Standardprofil. Finde ich, ist korrekt, halt ein bisschen flau, aber korrekt. Also mein persönliches Fazit. Ich gebe die Kamera, ist ein Leihgerät, die gebe ich zurück. Die schicke ich nächste Woche halt wieder zurück. Ich hatte jetzt dabei das 1260 Objektiv, das gute von Leica, das 2.8er bis f4. Ich kenne auch das günstigere, was aber auch teuer ist. Das ist massiv besser. Ich habe das privat, ich nutze das sehr viel, ich nutze das sehr gerne, ist ein schönes Bokeh. Und einen sehr schönen Sonnenstern und wenig Flares. Also ich kann das voll in die Sonne halten und ich halte es auch sehr viel und sehr gerne in die Sonne. Wenn du meinen Stories auf Instagram folgst, hast du die letzten Wochen ganz oft das Objektiv voll in die Sonne gehalten gesehen. Also diese Kombination ist super flexibel und macht Spaß. Und ich habe wirklich Spaß damit so zu arbeiten, in dieser Rolle als Reisefotograf, Journalist, Filmer, wie auch immer. Gerade diese Kombination mit Film und Video ist sie im Moment eigentlich. Wenn Preis ein bisschen eine Rolle spielt, ist das eine super Kombination, aber es ist auch sehr teuer. Das wollen wir nicht ganz vergessen. Als Fotograf tue ich mich ein bisschen schwieriger, die Kamera zu empfehlen. Da ist einfach vor allem die Frage, wie wichtig ist dir, dass du das Klappdisplay hast, was ich jetzt natürlich sehr schätze, weil ich sehe mich. Und wie wichtig ist dir, dass die Kamera halt ein bisschen kleiner ist als jetzt eine Sony oder sowas. Und zwar nicht so sehr die Kamera, sondern die Objektive. Weil ich wiederhole das nochmal, das 1260 ist super toll, flexibel, kannst alles mitmachen eigentlich, fast alles. Und das gleiche, das wäre das 2405 von Sony, ist viel größer. Die Kombination trägt sich super angenehm in der Hüfttasche, passt auch ganz bequem rein. Die Sony mit dem 2405 passt nur noch mit Gewalt rein und nur noch, indem ich die Sonnenblende abnehme. Und es trägt sich dann nicht mehr sehr angenehm, weil es relativ schwer ist. So mal eine Stunde ist okay. Aber den ganzen Tag damit rumlaufen möchte ich eigentlich nicht. Und die Kamera halte ich eigentlich fast den ganzen Tag in der Hand hier sogar. Und das ist überhaupt kein Problem. Trägt sich sehr, sehr gut. Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung. Ich mache es mir ein bisschen einfach und sage, das musst du selbst entscheiden. Für den Preis kriegst du Vollformat. Das ist das Problem.
Wenn die Kamera und die Objektive deutlich günstiger wären, wäre das was anderes, dann wäre es eine ganz klare Kaufempfehlung. Für mich spielt Geld eine Rolle, wenn ich selbst bezahlen muss. Oder habe ich das Gefühl, Vollformat oder Micro Four Thirds, dann kaufe ich Vollformat. Und schlepp's und ärgere mich über die Bedienung, weil die Bedienung ist wirklich gut. Aber habe der Vollformat und weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil wenn ich die Bilder nachher, Schlusswort, ich poste die meisten meiner Bilder, ja, die meisten lösche ich. Und ein paar davon poste ich auf Instagram und Facebook und so weiter oder zeige sie hier im Video. Und ausgedruckt an die Wand hänge ich mir nachher 10, 20 maximal und dafür Vollformat kaufen. Naja, ich drucke sehr viel aus, drucke mehrere Bilder jede Woche, aber in normal, was ist das, 10x15 und die hängen dann bei uns in der Küche. Und nach einem halben Jahr hängen die wieder ab oder so oder die gehen ins Familienalbum. Aber da spielt die Kamera nur eine untergeordnete Rolle natürlich. So. Ich hoffe, das war ein interessanter Überblick. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner Kamera, egal welche du hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.